Willkommen zurück bei Guild Wars 2. Hier immer noch in den Gendaran-Feldern. Oder was heißt immer noch? Wir sind ja erst in der letzten Folge hier rein. So, dann fangen wir direkt mal hier wieder an und buddeln irgendwelche Pflanzen aus. Wenn ich denn die Pflanze sehen würde. Wo ist sie? Was? Ach. Die sind immer noch da unterwegs. Okay, aber die sind jetzt nicht hier bei uns, sondern irgendwo sonst wo. Jetzt geh mal da bitte aus dem Weg. Irgendwo. Auch egal. Beziehungsweise ich habe die anscheinend da. Anscheinend dann doch schon irgendwie hier abgegrast, das Ding. So. Und jetzt tingeln wir einfach mal grob an den Anfang. Ein neuer Ort zu erkunden, kann's kaum erwarten. Ja. So, direkt mal hier mit der Speerin. Ach, die hat mit uns gerade nichts zu reden, weil wir schon soweit alles hier aufgedeckt haben, da an der Kante. Ich fühle mich gut. Dann zünden wir halt da ein bisschen die Spinne an. Und kriegen direkt mal ein grünes Item. Allerdings mal wieder nix für uns. Oh, ein Ettin. Lalalalalala. Der 29, ja gut, der sollten wir doch eigentlich klein kriegen. Ja, droppt aber nix. Ein armer Ettin ist das. Wenn er nichts in der Tasche hat zum Looten. Ja, zwischenzeitlich gab es auch wieder ein Update. Hier gibt es die Super Adventure Box. Die gab es ja auch schon irgendwie im April. Ich schenke mir das aber, glaube ich. Uah, Wölfe. Ich muss ja nicht hier jeden Blödsinn mitmachen. Ich glaube, das ist sowieso teilweise eher eine Gruppensache. So dass man da alleine sowieso nichts ausrichten kann. Zack. Und Geflügel gegrillt. So, aber ich bin immer noch nicht dem Anfang hier näher. Hier tun überall Spinnen rum. Die muss ich ja auch nicht zwingend haben. Löwenbrückenweite, okay. Flusslindwürmer. Und ein Hai. Heieiei. Ja gut, da können wir. Mal gucken, ob das dann auch im Wasser so funktioniert tatsächlich. Das geht. So, zack. Den Hai gegrillt.
wollte ja eigentlich nur hier das Eisenerz hier abbauen. Bau mal ab. So. Ich weiß gar nicht. Ne, hier an dem Schiff ist, glaube ich, nichts, oder? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Will jetzt aber auch nicht mit den Skelks hier rumhantieren. Also, okay. Da kommen wir nicht weiter. Schade eigentlich. Man müsste jetzt eigentlich hier so ein paar Sachen looten können. Würde zumindest mal Sinn ergeben, aber naja, ist halt ein Computerspiel. So, weiter hier hoch. Hier sind wir in einem Sumpf. Hacken, da ja. Beim Kampf gegen die Untoten. Alles klar. Untote, Untote, Untote. Ja. Okay. Oh, shit. Da ist gerade ein Event aufgeplöppt. Was bedeutet, hier spawnen nämlich jetzt jede Menge von den Untoten. Okay, es sind ein paar Leute da. Das ist schon mal viel wert. Denn das hier kann ziemlich ungemütlich werden. So, kriegst du mal Pflaster hier von mir verpasst. Kommen die nächsten, da kommen sie angelatscht. Ja, viel ausrichten können wir hier nicht anscheinend. Kommt die. Ach ne, da kommt jetzt noch ein Veteran. Ach, du ahnst es nicht. Er hier. Hm. So, was können wir denn hier? Wirbelnde Winde. So. Da fällt er um. Gut, gut. Allerdings, wie gesagt, irgendwie nicht allzu viel. Nicht allzu viel gerissen. Ich glaube, da hätten wir doch besser hier in Feuereinstimmung gekämpft. Anstatt da in einer blöden Wasserform. Ich wollte ja hier unterstützen und nicht irgendwie Schaden machen. So, hat aber trotzdem für Gold gereicht. Immerhin etwas. So, müssen wir jetzt den Hammer. Ah, den Fertigkeitspunkt. Den Fertigkeitspunkt.
Mal gucken, wenn die da auch hingehen, dann geht's so. Aber das da ist nämlich einer, der ist extrem schwierig, wenn man es alleine macht. War noch nicht hier. Oh, wunderbar. Ach, den brauchen wir doch nicht. Schmeiß weg den Zweig. So, das heißt, wir müssen immer noch irgendwelche Untote am besten umhauen. Auferstandene Abscheulichkeit. Kriegen wir den? Nee, doch. Gerade so. Schauen wir mal. Kommen wir da dran? Ja, da steckst du im Baum fest, ne? Hey. So, alternativ kann man auch hier diese Bauten kaputt hauen. Was im Prinzip einfacher ist teilweise. Wenn man denn welche findet. Ja, hier die Jungs tun noch hier ein bisschen rum. Tot ist er. Ah, auf hier mit dem komischen Zeug nach mir zu spucken. Ekelhaft. So, kommen wir da hoch? Nö. Sind wir schon so eine zierliche Person und kommen hier den Hügel nicht hoch? Das ist ja... Ist ja großartig. Wo kommen wir denn hoch? Da können wir hoch. Denn da irgendwie ganz tief rein will ich jetzt auch nicht. Würde eigentlich hier gerne auf dem Weg bleiben. Beziehungsweise so halbwegs in der Nähe. Dann halt lieber irgendwelche hier irgendwelchen Maden kaputt hauen. Ah, komm, weg. So, das war's schon. Da. Gut, gut, gut. Da ist dann das Herzchen. Dann gucken wir mal gerade, was es da gibt. Hallo? 30, okay. Also nichts Besseres als das, was wir schon anhaben. Moment, nochmal gerade gucken. Das waren jetzt nur Handschuhe. Hat er noch was? Eine Fackel?
und ein Gewehr. Kann man beides nicht gebrauchen. Wie viel haben wir denn? 86.000. Oh, komm. Oder? Ich bin gerade wieder so geizig mit dem Kram. Jetzt würde ich Gott weiß was damit noch machen. Was ist denn hier in dem verdächtigen Fass drin? Keine Ahnung, was im Fass drin ist. Aber geht man von dem Geruch aus, bin ich mir sicher, das Zeug in der Lage, den Rost von einem alten Wagenrad zu lösen. Ja, eklig. Oder ganz gut, je nachdem. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall ist man bestimmt danach blind oder sowas. So, mit dir lege ich mich nicht an. So, der wird auch nix. Ja. Ja. Ist gut. Ja, und da ist eigentlich der Übergang zu dem anderen Gebiet, von wo wir normalerweise dann herkämen. So, dann hauen wir mal hier noch ein bisschen Holz. Und dann gucken wir mal, ob wir hier den Fertigkeitspunkt bekommen. Da müssen wir uns erstmal durch eine Horde von Spinnen schlagen. Wo ist denn der? Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen werden. Ich denke fast nicht. Noch ein Sieg für mich. Na nü. Was heißt Untote? Jetzt sind's wieder Tote. Okay. Ja. Dann ab hier in den Minenschacht. Ja. Okay. Eisenerz mitnehmen. So, und jetzt wird's gemischt. Spinnen. Ja, vor allen Dingen die sowas hier. Die sich da einfach abseilen und man die vorher nicht sieht. Ist dann nie so ganz prickelnd. So, das da trifft nicht richtig. Dafür hat das ganz gut getroffen. Grüner Glibber. Okay. So, erstmal hier wieder hoch. Wie ein Spinnenbein. Eklig. So, ach, wie war denn das? Da musste man hier über die Brücke, glaube ich. Naja, da hat einer schon ein bisschen frei gemacht hier. So, okay, hier müssen wir dann nur kommunizieren. Allerdings, normalerweise bewacht das hier auch ein Veteran. Irgendwie so eine olle Veteranenspinne. Aber deswegen, hier war ja noch ein Spieler zugegen und der hat die dann sehr wahrscheinlich schon weggehauen. Grillen wir mal hier Spinne. Ja, außer Reichweite von wegen.
mal halt hier hin. So. Das hatte ich eigentlich ganz gut hingelegt. Da ist er nämlich schön durch die Wand gelaufen. So, und hier stehen dann direkt mal zwei von den Biestern. Komm, dann beleben wir mal hier die Bergarbeiterin wieder. Checken zwischenzeitlich die Karte. Und dann sollten wir mal nach Norden gehen. Okay. Na gut, da haben wir es ja doch hier in einer Folge hier geschafft. Würde aber dann sagen, das soll es dann für diese Folge aber gewesen sein. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dann.